Was die Fotografie unendlich macht, findet nur einmal statt. In diesem Video geht es um 100 historische Fotos, die wie eine visuelle Zeitkapsel einen Blick auf längst vergangene Zeiten und Ereignisse ermöglichen. Jedes dieser Bilder erzählt eine einzigartige Geschichte, eingefangen in einem einzigen Moment, der nie wiederkehrt. Also lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die Vergangenheit eintauchen. Das wahrscheinlich letzte Foto der Titanic vor dem Unglück, 1912. Ein Foto vom Propagandaminister Josef Goebbels, als er herausfand, dass sein Fotograf ein Jude war, 1933. Das berühmte Foto des Tankman und hier die unbekanntere und noch weitere Perspektive, 1989. Der King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, während seines Militärdienstes, 1958. Der erste Morgen nach dem Wechsel vom Linksverkehr zum Rechtsverkehr in Schweden, 1967. Eine Frau mit einem gasbeständigen Kinderwagen in England, 1938. Das Auspacken des Kopfes der Freiheitsstatue, 1885. Das Testen einer der ersten schusssicheren Westen, 1923. Ein junger Charlie Chaplin im Alter von 27 Jahren, 1916. Das Originalkostüm von Ronald McDonald, 1963. Die Explosion der Hindenburg in New Jersey am 6. Mai 1937. Ein Bild von Annie Edson Taylor, der ersten Person, die die Befahrung der Niagarafälle in einem Fass überlebt hat, 1901. Ein amerikanischer Soldat teilt eine Banane mit einer Ziege während der Schlacht von Saipan, ca. 1944. Der Bau der Berliner Mauer, 1961. Ein Babykäfig, der dafür sorgen sollte, dass Kleinkinder beim Leben in einem Mehrfamilienhaus ausreichend Sonnenlicht und frische Luft bekommen, ca. 1937. Das ungebrochene Grabsiegel von Pharao Tutanchamun, über 3000 Jahre unberührt, aufgenommen 1922. Ein Mann kontrolliert die Mindestlänge von Badeanzügen. Waren sie zu kurz, musste eine Geldstrafe bezahlt werden, ca. 1920. Martin Luther King und sein Sohn entfernen ein verbranntes Kreuz aus ihrem Vorgarten, 1960. Eine Mutter und ihr Sohn beobachten den Atompilz nach einem Atomwaffentest, Las Vegas, 1953. Der Schimpansenastronaut Ham posiert vor der Kamera nach seiner erfolgreichen Mission ins Weltall, 1961. Bauarbeiter des Rockefeller Centers machen eine Mittagspause hoch über Manhattan, 1932. Ein kleines Mädchen mit ihrer Puppe in den Ruinen ihres zerbombten Hauses, London, 1940. Die Organisatoren des Boston Marathons versuchten Catherine Switzer vom Rennen abzuhalten. Sie lief jedoch weiter und wurde so zur ersten Frau, die einen offiziellen Marathon beendete, 1967. Nikola Tesla in seinem Labor neben seinem Magnifying Transmitter, 1899. Ein unbekannter US-amerikanischer Soldat während des Vietnamkriegs, 1965. Eine Gruppe Maler streicht den Eiffelturm in schwindelerregender Höhe, Paris, 1932. Zwei amerikanische Soldaten posieren mit spezieller Artilleriemunition für Hitler während der Schlacht von Remagen, 1945. Die Beatles spielen ein Konzert vor 18 Leuten im Dezember 1961. Eineinhalb Jahre später wurden sie zu Superstars. Fidel Castro und Che Guevara beim Angeln vor der Küste Kubas, 1960. Amerikanische Soldaten stürmen Omaha Beach in der Normandie am D-Day, 1944. Drei Athleten trainieren für den ersten Marathonlauf der Olympischen Spiele der Neuzeit, Athen, 1896.
Ein Mann in einer Menschenmenge verweigert den Hitlergruß. Seine Identität ist nicht bestätigt, aber wahrscheinlich war es der deutsche Arbeiter August Landmesser. Hamburg, 1936. Ein über 100 Jahre altes Spiegelporträt eines japanischen Ehepaars, circa 1920. Eine Menge von 400.000 Menschen beim Woodstock Festival in Bethel, New York, 1969. Ein kleines französisches Mädchen gibt einem amerikanischen Soldaten am Valentinstag einen Kuss auf die Wange, 1945. Die Gräber einer katholischen Frau und ihres evangelischen Mannes, die nicht zusammen beerdigt werden durften, Niederlande, 1888. Ein amerikanischer Polizist stoppt den Verkehr, damit eine Katze zusammen mit ihrem Baby die Straße überqueren kann, New York, 1925. Ein nicht autorisiertes Foto von Josef Stalin, als er erfuhr, dass Deutschland mit der Invasion der Sowjetunion begonnen hatte, 1941. Ein Priester gibt während eines Aufstandes in Venezuela einem durch Scharfschützenfeuer verwundeten Soldaten die letzte Ölung, 1962. Eine britische Bulldogge mit Helm bewacht eine Wohnung in London während der Luftschlacht um England, 1940. Bergleute steigen mit einer Luftstraßenbahn in die Kimberley-Diamantenmine in Südafrika hinab, circa 1885. Ein provisorisches Krankenhaus in einem Sumpf während des Vietnamkriegs, 1970. Das erste verkaufte Ticket für Disneyland. Der Preis? Einen US-Dollar. Kalifornien, 1955. Otto Frank, der Vater von Anne Frank, besucht erneut den Dachboden, auf dem sie sich vor den Nazis versteckt hatten. Er überlebte als einziges Familienmitglied. Aufgenommen 1960. Prinzessin Diana und Comedian Rowan Atkinson, aka Mr. Bean, treffen sich bei einem Empfang. 1984. Eine Mutter zeigt einem Kriegsgefangenen, der nach Wien zurückkehrt, ein Foto ihres Sohnes, in der Hoffnung, dass er ihn vielleicht kennt. 1947. Die letzte Samurai-Kriegerin Takeko Nakano. Ihr Heldentod in der Schlacht von Aizu 1868 machte sie zu einer Legende und markierte zugleich das Ende der Samurai-Ära. Ein seltenes Foto eines Verkehrsunfalls in den Niederlanden vor mehr als 100 Jahren, aufgenommen im Jahr 1914. Ein Boxkampf auf der USS New York am 3. Juli 1899. 1968 lacht die vietnamesische Revolutionärin Vo Thi Thanh in die Kamera, nachdem sie von der Regierung Südvietnams zu 20 Jahren harter Zwangsarbeit verurteilt wurde. Angeblich soll sie darauf erwidert haben, 20 Jahre, eure Regierung wird nicht so lange bestehen. Sie sollte Recht behalten. Ein Sessellift ohne Gurt oder Sicherheitsstange in Jackson, Wyoming, 1965. Marilyn Monroe besucht verletzte US-Truppen in einem Krankenhaus in Japan und versucht diesen Soldaten, der an einem gebrochenen Rücken leidet, aufzumuntern, 1954. Indigene Kinder werden in einem christlichen Internat der kanadischen Regierung gezwungen, zu Gott zu beten, circa 1950. Pablo Picasso in seinem Atelier in der Nähe von Cannes, Frankreich, 1965. Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz nach ihrer Befreiung durch die Rote Armee, 1945. Der berühmte Hollywood-Schriftzug beinhaltete früher noch die Silbe Land. Die letzten vier Buchstaben wurden allerdings im Jahr 1949 entfernt. Der Braunbär Wojtek, der als Teil der polnischen Armee im Zweiten Weltkrieg mitkämpfte. Bei der Schlacht um Monte Cassino half er bei der Versorgung der Soldaten mit neuer Munition. Dieses Bild entstand 1942. Die letzten Insassen von Alcatraz verlassen das Gefängnis, kurz bevor es geschlossen wurde, 1963. Eine Buchhandlung in London, die während eines Luftangriffs zerstört wurde, 1940.
die Aufnahme des berühmten Löwen-Intros der US-amerikanischen Filmproduktionsgesellschaft MGM, 1928. Ein britischer Schmied entfernt die Beinfessel eines Mannes, der vor einem Sklavenhändler gerettet wurde, 1907. Die Freiheitsstatue in Paris im Jahr 1886, kurz bevor sie zerlegt und nach New York verschifft wurde. Ihre Außenhaut aus Kupfer oxidierte mit der Zeit, wodurch sie über die nächsten 20 Jahre immer grüner wurde. US-amerikanische Soldaten posieren in Form eines Pferdekopfes. Oft wird vermutet, dass es sich dabei um ein Tribut für alle Pferde, Esel und Maultiere handelt, die während des Ersten Weltkrieges gefallen sind. Beweisen lässt sich das allerdings nicht. New Mexico, 1919. Ein US-Sanitäter leistet erste Hilfe für einen verwundeten deutschen SS-Soldaten. Frankreich, 1944. Freddie Mercury sitzt während eines Konzertes auf den Schultern von einer Person mit einem Darth Vader-Kostüm, 1980. Bergleute in den Serra Pelada-Goldminen in Brasilien in den 1980er Jahren. Während ihrer Hochzeit schürften hier gleichzeitig bis zu 100.000 Menschen nach dem begehrten Edelmetall. Der Highschool-Lehrer John T. Scopes wird in Dayton, Tennessee, vor Gericht gestellt, weil er die Evolutionstheorie gelehrt hat. Das war damals nach staatlichem Recht verboten. 1925. Der erschöpfte US-Marine Theodore James Miller nach 2 Tagen ständiger Kämpfe mit einem sogenannten Thousand-Yard-Stare. Der Mangel an Emotionen und Augen, die weit in die Ferne zu blicken scheinen, sind bekannte Phänomene bei Menschen, die enormen Stress und Schwierigkeiten erlebt haben. 1944. Der amerikanische Jazz-Trompeter Louis Armstrong spielt ein Lied für seine Frau vor der Sphinx in Ägypten. 1961. Ein jüdisches Kind zeigt seinen Freunden einen Löwenzahn, den es im Gras gefunden hat, während sie vor den Gaskammern warten. Auschwitz-Birkenau, 1944. Bürger der Sowjetunion blicken in Moskau auf die Mauer der Trauer. 1988 veröffentlichte die Sowjetregierung erstmals Informationen über die Opfer von Stalins großer Säuberung in den 30er Jahren. Schätzungen zufolge geht die Todeszahl in die Millionen. Mike Tyson vor seinem Debüt als Profiboxer im Jahr 1985. Hinter ihm sein Trainer Castamato, der den jungen Schwergewichtler als größtes Nachwuchstalent sah. Tyson besiegte seinen Gegner durch ein technisches K.O. in der ersten Runde. Ein kleines Mädchen, das in einem KZ aufgewachsen ist, zeichnet ihre Interpretation von Zuhause. Polen, 1948. Argentinische Soldaten posieren mit einem Pinguin während des Falklandkriegs. 1982. Ein kleines philippinisches Mädchen in einem Menschenzoo. New York, 1906. Ein CIA-Agent und bolivianische Soldaten posieren zusammen mit Che Guevara kurz vor seiner Hinrichtung. Bolivien, 9. Oktober 1967. Prinzessin Diana schüttelt im April 1987 in einem Londoner Krankenhaus einem AIDS-Patienten die Hand. Mit dieser einfachen Geste setzte sie sich gegen die Stigmatisierung der Krankheit ein, denn damals glaubten immer noch viele Menschen, dass sie sich nur durch eine Berührung mit AIDS anstecken könnten. Ein US-amerikanischer Soldat überblickt eines der Rheinwiesenlager bei Remagen im Jahr 1945. Die Ernährung und die hygienischen Verhältnisse in diesen Kriegsgefangenenlagern für deutsche Soldaten waren katastrophal und führten dazu, dass Tausende von ihnen verstarben. Robin Williams in einem Cheerleader-Outfit der Denver Broncos im Jahr 1979. Ein US-amerikanischer Soldat verabschiedet sich in der Pennsylvania Station von seiner Frau und seinem Kind, bevor er zum Dienst im Zweiten Weltkrieg ausfährt. New York City, 1943. Nordkoreanische Flüchtlinge klettern über eine zerstörte Brücke über den eiskalten Taedong-Fluss. Sie reisen verzweifelt Richtung Süden, um den nahenden chinesischen Truppen zu entkommen. 1950. Amerikanische Soldaten kehren nach dem Zweiten Weltkrieg in den Hafen von New York zurück. 1945.
Der US-amerikanische Fernsehmoderator Fred Rogers und der Schauspieler Francis Clemens kühlen gemeinsam ihre Füße in einem kleinen Pool ab im Jahr 1969. Damit brachen die beiden im Fernsehen eine bekannte Segregationsgrenze, da es zu dieser Zeit in den USA Schwarzen immer noch verboten war, neben Weißen zu schwimmen. Rest in peace, Mr. Rogers. Dieses Foto zeigt den am dichtesten besiedelten Ort der Menschheitsgeschichte, die Kowloon Walled City. Ein ehemaliger Stadtteil in Hongkong, der mit einer Größe von ca. 0,027 Quadratkilometern gerade einmal etwas größer war als 3,5 Fußballfelder. Auf diesem verhältnismäßig kleinen Raum quetschten sich im Jahr 1987 etwa 33.000 Einwohner. Würde man diese Wohnverhältnisse auf einen ganzen Quadratkilometer ausdehnen, dann hätte die Walled City eine Bevölkerungsdichte von ca. 1,2 Millionen Menschen. Doch wie ist die Kowloon Walled City entstanden? Und warum gibt es sie heute nicht mehr? Mehr dazu erfährst du in meinem letzten Video, 13 Geografiefakten, die du nicht in der Schule gelernt hast. Verlinkt habe ich es dir auf der Endcard und in der Beschreibung. Und falls du noch mehr historische Fotos sehen möchtest, dann lass mir doch ein Like und einen Kommentar da, damit ich weiß, dass ich noch mehr solcher Videos machen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao ciao.